Digga, wie witzig ist das denn? Wie kann ich denn? Shut up, John. Jo, Kartoffelfreunde. Ich spiele heute eine Runde auf Dust MC und ja. Ich bin gerade noch im Teamspeak mit einem guten Kollegen von mir. Den kennt ihr wahrscheinlich schon aus meinem CSGO Let's Play. Das ist der gute alte Alex, der am Anfang des Videos einfach mal ein Wort gesagt hat, was man nicht verstehen konnte. Und ich entmute mich einfach mal kurz, und um euch jetzt mal hier ihn zu zeigen. Alex? Ja. Lass mal Hallo sagen. Hallo. Wow! Ja, ich hab grad, Was im Mund? Aber bitte kein Penis. Oder bist du doch schon so weit, dass du Penis in den Mund nimmst? Psst. So. Ja, wir farmen uns gerade hier unser Equipment zusammen und irgendwie kriege ich nur Scheiße. Oh! Oh mein Gott, da hat Marshall ja einen Eisenhelm. Okay, sag bitte nichts dazu. Okay, danke. Was machst du eigentlich gerade? Ich versuche gerade hoffnungslos eine Runde Payday irgendwie. Du Irgendwie lägst wie fühlen mich meine Sau. Hosts nicht. Du lügst, du lügst wie Sau, du lügst, du leckst wie Sau, hab ich das schon mal erwähnt? Gerade? Okay. Eben zumindest, eben gerade zumindest. Aber ich habe entziffern können, dass du Payday spielst und deine Hosts dich nicht mögen. Ja, naja, die lieben mich. Die lassen mich immer joinen und werfen mich dann wieder raus. Ich hab doch gar nichts getan. Digga, ich komme nie dazu, ich treffe sie einfach nicht. Du hast 2 Punkte erhalten. Und Runde 2 beginnt, nachdem wir Runde 1 einfach mal perfekt verloren haben. Perfekt verloren. Kann man perfekt verlieren, Alex? Ja, oder? Man kann perfekt verlieren, oder? Nicht? Okay, gut, ignorier mich. Du kannst mich auch einfach ignorieren, ja. Ist auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, ja. Oh, meine Güte. Oh Mann, jetzt habe ich wieder so einen Spasten, der eine Stunde von mir wegrennt, ey. Ah, Ja, Alex, so bist du kann es da? sein. Ja, ich verfolge ihn einfach nicht, weil im Wasser komme ich da nicht hinterher. Oh ja, schon wieder ein Goldapfel, schon wieder so, den nehmen wir dahin, den packen wir dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, zack. Und mein Apple essen wir jetzt morgen, ne? Ich habe ein Steinschwert, das ist doch schon mal etwas. Zack, zack, zeige dir, zack, du bist ja wieder da. Wo warst du denn eben, mein Freund? Ja, ich bin sehr konzentriert. Das ist das Problem hier. Bei einem Banküberfall, ja? Ja, Da muss wir man haben also sie verkackt. Das konzentriert wollen ja sein. wirklich. In so einem Spaß ist durch eine Kamera gelaufen. Okay. Ach, durch Ja, eine da wir aber Kamera. höchster Schwierigkeitsstufe spielen, ist es gleichzusetzen mit einem. Ja, verkackt. Ach so, okay, gut. Weil die Polizei kommen ja auf der Stufe nicht an. Das voll vergessen. Okay, ja, nee, das wären einfach zu viele, da kommt man echt nicht an. Das ist zu viele. Die Das haben Problem. ja hier von Splinter Cell diese Ninjas eingeführt auf Todesmut. Und Okay. die knocken nicht einfach Oh um. Mann, jetzt habe ich schon wieder 2 Gegner gegen mich gehabt, Mann. Meine Fresse, Alter. So, und da wir das zweite Mal jetzt erfolgreich verkackt haben, versuche ich jetzt die dritte Runde erfolgreich zu bestehen. Oh, ich hasse diese Typen. Ja, Mann, ich hasse dich auch. Ja, wir sind zu dritt am Fluchtauto und der letzte Typ war auch noch. Kommen wir nicht weg und sterben wahrscheinlich alle. Oh Yay. nein, das kann nicht sein, oder? Ja, wir haben die ganze Kohle geklaut, ne? Und jetzt. Wow. Wir sind noch weggekommen. Ja? Ja?
Ihr kamt gegen diese bösen, bösen Polizisten an. Das ist ja der Hammer, Alex. Hey, das ist geil, ja? Ja, der kommt gleich mit dem Eisenschwert, Digga, das ist doch nicht euer Ernst. Schutzzeit vorbei und direkt tot, was ist das für ein scheiß Spiel, Alter. So, ich glaube, das ist das erste und letzte Mal, dass ich auf das MC spiele. Nie wieder. Warum? Never ever again. Weil die mich hier alle abfacken. Ich spiele, glaube ich, weiter Survival Games hier. Hier ist Syndicate Games 1 gegen 1. Ich habe bei den normalen Survival Games keine Übersicht. Ich bin zu schlecht dafür. Um es einfach kurz und knapp auszudrücken. Na, Maus. Alles Übung. Ja, ich weiß, aber ich bin ja schon eine Weile am Üben und alles fuckt mich ab hier, ohne Kiste. Was ist jetzt los hier? Nur Mongos. Kisten, wir brauchen Kisten. Und wir brauchen Kisten. Ja, Alex, mir geht es gut. Bevor du nachfragst. Bin ich nicht so überzeugt von. Ich weiß, sagst du immer. Ich weiß, dass ich scheiße bin. Ich habe 2 Goldäpfel jetzt schon. Das hört sich doch noch was an. Ja, aber ich habe immer Angst, dass von hinten welche kommen, ne? Ich habe so Paranoia, ne, Digga. Aber bei das MC gibt's ziemlich viele Goldäpfel. Sonst hatte ich nie irgendwelche Gold, also eher gesagt selten Goldäpfel. Jetzt habe ich schon 3 Goldäpfel. Wow. Marcel ist Profi. Marcel weiß, wie man farmt. Ja. Man hält. Danke, ich liebe dich auch. Weißt du eigentlich mittlerweile, was du in der Aufnahme von CSGO gesagt hast? Nein. Wirklich nicht. Ey, warte, heute ist Mittwoch, oder? Ja, Mann, das ist richtig strange. Weißt du, wie Narben die schnappt? Was? Ich weiß es einfach nicht, was du da gesagt hast. Ja, ich auch nicht. Kein Schimmer, wirklich nicht. Es hat nicht mal irgendeinen Sinn ergeben. Nicht mal im Entferntesten. Ich weiß einfach nur, dass du mich angegriffen hast. Und dann habe ich mich einfach nur drüber aufgeregt. Und dann kam nur, weißen hiepen die das? Oder so was? Und dann frage ich mich nur, was hast du bitte schön geraucht, um sowas sagen zu können? Ist ernsthaft so. Ich meine, was hast du denn gesagt? Was sollte das denn sagen, mir tun? Ich weiß es nicht. Alex, sprich mit mir. Ja, Moment. Oh, da ist jemand wieder konzentriert bei so. Aber das Ding ist, wenn du Payday wirklich mit mir aufnehmen willst, dann oder spielen willst, dann muss ich es mir aber erstmal wieder runterladen. Ja, also okay. Natürlich, es dauert nicht lang, ne? Bei deiner Leitung, Mann, die vermisse ich so. Ach ja, Alex war ja das eine Wochenende bei mir, für die es nicht wissen. Ferien, mein lieber Wochenende. War es Wochenende? Nee, ne? Ach nee, das waren Ferien. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin in den Lüftungsschächten. Hier ist Redstone, oh, hier ist nix. Hä, wo bin ich denn hier gelandet, ey? Ah, hier ist noch eine Kiste. Okay. Gut, muss ich nicht verstehen. Kiste, noch eine Kiste. Oh, 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 danke. Arschloch. Oh man, die Runde dauert wenigstens ein bisschen länger, aber bringt mir nicht viel, weil ich keine Leute töte. Hier ist no action. Oh, immer diese Leute, die It's Crafter oder It's Pass heißen. Oder It's, deine Mutter It's. Jetzt gehe ich mal wieder zur Base. Oh! Das Deathmatch wird in einer Minute gestartet. Ich bin mit Brotexperte, Xamax98 und It's Pass in... Oh mein Gott.
Yo, er haut einfach nur drauf. Er eskaliert. Ja, genau. Ja! Oh mein Gott, ich habe ihn mit dem Eisenschwert getötet. Und mit einer Eisenhose. Was hat er da noch? Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Nein, dann kam einer. Und jetzt sind wir bei der vierten, fünften Runde, glaube ich. Ich weiß es nicht. Werden wir gleich, werde ich in den Aufnahmen sehen. Okay, Pfeile, Fische. Was haben wir hier? Nichts mehr, gut. Und schon drehen wir um. Schnell zu der Kistis. Schnell nach oben. Ich weiß nämlich noch, dass wir oben letztes Mal zwei Kisten sogar waren. Zwei Kisten. Eine ist leer, die andere ist auch leer. Gut, da sind beide Kisten leer. Die Kiste ist leer, die Kiste ist leer. Die Kiste ist leer, die Kiste ist leer. Super, super, toll, 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 toll. Da ist eine. Oh, da ist sogar noch Equipment drin. Ich dachte jetzt verkacken wir, weil wir kein Equipment haben, weil alle Truhen leer sind. Oh, hier ist auch eine Kiste. Na, du Nudel? Ja. Lol. Ist aber schwierig hier. Der Typ kann mich durch Fenster schlagen. Lol. Muss ich nicht verstehen, oder? Nee. Wie kann man Leute durch... Oh nein, it's Elisa. Warte, Elisa. Oh mein Gott. Ja, ein Hacker. Digga, wie witzig ist das denn? Wie kann ich denn? Oh mein Gott, hier ist gerade eine Kollegin von mir oder eine Freundin von mir ist gerade auf dem Dust-Server und sie hat mich gerade angegriffen und dann hat sie gecheckt, dass ich das bin. Oh, wie witzig! Elisa! Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Kannst du mir nochmal $160.000 verschaffen? Ich soll mal mein Handy gehen. Sie ruft an. Okay. Hallo? Was? Wie geht das? Ich hab mich voll erschrocken. Ich so, hey, guck mal, die heißt Elisa. Und dann so, hey, warte mal. Das ist doch, Oh Mann, ich bin gerade am Aufnehmen und du hast alles kaputt gemacht. Ja, okay, das war's für die Aufnahme. Ich will mal sagen, ein erfolgreicher, das war eine erfolgreiche Aufnahme. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung. Und, keine Ahnung, ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal.